Hallo zusammen, in unserem heutigen Video geht es die Rede um Bergtourismus in Kasachstan. Da liegt natürlich nichts näher, als zuerst über unser Almaty zu sprechen. Die Hauptstadt des Südens ist mit über 2 Millionen Einwohnern nicht nur die größte Metropole Kasachstans. Sie ist auch eine Bergstadt, vergleichbar mit dem tadschikischen Duschanbe oder armenischen Jerewan. Almaty erstreckt sich malerisch über die Ausläufer des Seli Alataus, des nördlichsten Gebirgskamms des Tschentschans. Die Stadt liegt im Tal der Flüsse Große und Kleine Almatinka und ihrer Nebenflüsse, die von Gletschern des Seli Alataus und die Bergflüchten abfließen. Gebirgflüsse und Seen sind die Hauptquelle der Wasserversorgung von Almaty. Dort befinden sich viele unterschiedliche Wasserfälle als auch die Springquellen. Die Berge in Almaty waren schon immer ein beliebter Ort für Einwohner als auch für die Touristen. Und auch unter den Vertretern der deutschen Bevölkerung gibt es in Almaty viele Bergliebhaber. Aus diesem Grund wurde vor einigen Jahren unter der Ägide des Clubs Deutscher Jugend in Almaty ein Bergtourismusverein Wilden gegründet. Jugendliche sind zusammen in die Berge gegangen, haben miteinander kommuniziert und die Zeit zusammen lustig verbracht. Vor dem Hintergrund der Pandemie wurde die Tätigkeit des Bergclubs jedoch ausgesetzt und dann löste sich der Verein komplett auf. Statt sich an der frischen Luft zu betätigen, tauchten die jungen Leute in ihre Gadgets ein. Und jetzt, wenn sich die Situation schon verbessert hat, entstand eine Idee, dieses Verein wieder zu beleben. Eine der Initiatoren Wiederbeleben von Wilden war Gabriela Gerlitz. Die letzten paar Jahre habe ich mich für den Bergtourismus interessiert. In der Sommersaison verbringe ich zusammen mit anderen Enthusiasten und Erfahrenen aus Wilden mehrere Wochen in den Bergen. Das Leben in Zelten, mehrere Kilometer lange Übergänge, die Überwindung steiler Versiegerhänge und die Überfahrt durch sprudelnde Bergflüsse trainieren die Ausdauer und entwickeln den Teamgeist. In Almaty haben wir uns daran gewöhnt, dass wir von Bergen umgeben sind und das als etwas Alltägliches wahrnehmen. Aber solche wunderbaren Berge gibt es nicht überall. Wir sollten die vorhandenen Möglichkeiten nutzen und öfter mit der Natur kommunizieren. Ich bin der Meinung, dass die Jugendlichen und ich vom Almatiner Club der deutschen Jugend genug Energie haben, um Wilden wieder zu beleben. Gabi hat uns die Präsentation geboten, in der es um die wichtigsten Aspekte des Bergtourismus ging. Dinge wie Vorbereitung der Ausrüstung, die Ernährung und die Sicherheit beim Wandern. Sie hat uns gezeigt, wie man ein Zelt zusammenbaut, wie man einen Wanderrucksack richtig packt und welche Dinge in den Bergen wichtig sind und welche nicht. Im Allgemeinen war diese Präsentation sehr interessant und informativ. Hallo zusammen, ich war auch Mitglied unserem Jugendverein Vorwärts in Almaty und bin mit ihr sehr aktiv in den Bergen gegangen. Die Wilden wurden von meiner Freundin und Ex-Vorsitzende Jelena Schumacher gegründet. Ich bin sehr froh, dass ich und die Jungs diese Aktivität initiiert haben, die unseren Interessen entspricht. Und was hat mir besonders gefallen? Lieder am Feuer, unser Teilnehmer und gute Laune. Ich empfehle jedem, mit unserem Wilden Club in die Berge zu gehen. Vielen Dank für das Zuschauen. Lasst uns gern die Kommentare da. Wir laden Sie mit Wilden in die Berge ein.